Ja, also bei mir war es tatsächlich so, dass bei mir auch die ethischen Gründe erstmal ausschlaggebend dafür waren, dass ich meine Ernährung umgestellt habe, erst auf vegetarisch. Also 98 wurde ich dann vegan. So, das war das Jahr. März 98 habe ich festgestellt, oh, ich lebe ja vegan. Und derzeit da bin ich auch das erste Mal mit Rohkost konfrontiert worden. Da lag ein Buch bei einer Freundin, mit zur Gesundheit vergiss den Kochtopf, weil der geklappt war. Und ich Ja, dachte, was ist denn ein das? Klassiker Also, schon. ich habe mich ja immer schon für Bücher und Sachthemen interessiert. Und habe natürlich auch das Buch durchgeblättert. Aber ich war ja erst ein paar Monate vegan und mein Umfeld hat mir damals schon gespiegelt, das ist ja verrückt. Wer kann denn noch pflanzlich ernähren? Das geht doch gar nicht. Du schränkst dich total ein. Was kannst du denn da noch essen? Und dann war ich dann selber so, dachte ich mir so, also Rohkost, gar nichts mehr kochen, das fiel ich damals für eine verrückte Ja, Idee. schon. Also schon ziemlich freaky, wirklich. Ja. Wo ich dachte, oh krass, nee. Genau. Und dann habe ich das so ein bisschen durchgeblättert, dachte ich mir so, oh nee, nichts für mich. Dann habe ich erstmal noch 2 Jahre weiter vegan gelebt, Ja. sozusagen mit Kochkost. Aber ich habe ja dann, man isst ja trotzdem Rohkost als Veganer, ne? Plus man Genau. isst halt eben auch noch gekocht dazu, einen größeren Anteil und gebacken. Und also wenn ihr plant, die Ernährung auf Rohkost umzustellen, dann geht, wie wir auch jetzt schon im Interview so besprochen haben, langsam vor. Es lohnt sich auf Genau. alle Fälle, da können sich ganz, ganz neue Welten öffnen. Ja. Langsam vorgehen, sich informieren, sich auch vernetzen mit Genau. Gleichgesinnten, Geduld haben Ja. mit sich, geduldig einfach sein. Und genau, was auch sehr schön ist, was mit der Ernährungsumstellung mal einhergeht, dass man irgendwann in so eine Phase kommt, wo man so dankbar ist für die Ja, kleinen Dinge im genau. Leben, die mir vorher auch nicht so auffallen. Es sind wirklich manchmal ganz kleine Ja. Dinge, die mir so Ja. auffallen und für die ich total dankbar bin. Und dann strahlt man einfach Genau. so vor sich hin.